Es ist mittlerweile einer der wenigen Besuche von Fußballerin Sarah Zadrazil zu Hause in St. Gilgen. Die österreichische Fußballnationalspielerin studiert und trainiert derzeit an der East Tennessee State University. Zu Weihnachten war Zeit, der Heimat einen Besuch abzustatten und auf das vergangene Fußballjahr zurückzublicken. Also ich persönlich habe schon ein erfolgreiches Jahr gehabt. Am Nationalteam war es relativ gut und im Play of the Year und All-Conference-Team und All-Academic-Team. Yeah. Und letztes Jahr war ich Freshman of the Year und das ist dann schon, also erstes, zweites Jahr eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Also das war schon relativ gut. Point. And then Sarah Zadrazil already an assist on the day, puts one right in the middle of the box, right across the goal face. It finds the back of the net. It's her first goal of the season. In ihrer College-Liga wurde Sarah Zadrazil zur Spielerin des Jahres gewählt. In den Highlights-Videos ihres Teams ist sie in fast jeder Szene zu sehen. Auch wenn der Stil im US-Fußball ein anderer ist als dem österreichischen, kommt Sarah Zadrazil damit gut zurecht. Es ist einfach körperlich der Unterschied. Sie sind jetzt technisch, würde ich sagen, gar nicht so weit, aber körperlich auf jeden Fall überlegen. Also es wird viel physischer gespielt, von Stärke und Ausdauer und so weiter. Also das ist schon ein Unterschied und das hilft denen auch, weil dieses Jahr waren wir wirklich technisch sehr überlegen, unsere Mannschaft, aber einfach physisch nicht und dann sind die anderen Mannschaften besser. Also vom Niveau her, mit Österreich ist es schwierig zum Vergleichen, weil es zwei verschiedene Arten von Fußball ist. Aber mir persönlich hat es sehr viel geholfen, weil ich technisch schon relativ weit war in Österreich und jetzt hilft mir einfach drüben das physische Training recht viel, also Kraft und Ausdauer und so weiter, Fitness. Das hilft mir jetzt dann schon, das merke ich im Nationalteam, dass das besser wird. Neben dem Training muss Zadrazil auch gute Noten in ihrem Sportstudium erzielen. Der Alltag an der Universität Tennessee kann also durchaus stressig werden. Viermal in der Woche Training, ganz normales Training am Platz. Wir haben zweimal in der Woche ein Spiel, also wir spielen immer Freitag, Sonntag. Und dann zusätzlich immer nur zweimal Krafttraining, das ist am Vormittag immer. Und das muss halt mit der Uni dann immer funktioniert. Es ist wirklich viel Stress, weil wenn wir freitags, Sonntag spielen, dann, wenn wir auswärts spielen, dann meistens schon Donnerstag abfahren, also fliegen, weil wir haben in Florida gespielt eben. Und dann ist man halt das von Donnerstag bis Sonntag oder Montag weg. Bei so dichtem Programm ist nicht immer Zeit für die Nationalteam-Einsätze. Da war eben jetzt der Problem gegen Ungarn und Frankreich. Da ist es nicht gegangen, weil wir waren gerade in der Meisterschaft. Und waren gerade in die letzten Spiele, wichtigen Spiele und auch von schulischen her waren Prüfungen und so weiter. Und dann ist es schwer wegzukommen und das war nicht meine Entscheidung, sondern es war rein von der Universität. Für Fußball und für Sarah Zadrazil sind die USA jedenfalls ein gutes Pflaster. Sportlich ist Amerika sicher im sehr hohen Stand für Frauenfußball. Und es ist ja so, dass wirklich fast jedes Mädchen spielt Fußball. Es hat jede Universität College-Mannschaft oder Highschool-Mannschaft. Und mein Freund zum Beispiel sagt immer, es ist ein Frauensport. Also Männer sollten nicht Fußball spielen. Das ist halt ganz anders wie bei uns. Und dort ist das normal, wenn ein Mädchen Fußball spielt. Oder es ist einfach Volleyball, Fußball, Softball. Und bei uns ist es halt eher noch nicht so. Aber es wird immer besser.